Ich hab Wingman schon wieder. Ah, oh, nice. Der zweite Wingman-Fall, den ich... Nein, deine haarige Mutter guckt jetzt nicht auf den Boden. Du dreckiger, verschissener Bastard. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ah! Ich hab mich so gefreut. Wisst ihr, Wingman-Fälle sind echt selten und sau cool. Und dann ist es so ein Pisspantoffel durch. So ein Anti-Aim-Kackbock. Kein Spinbot, aber irgendeine Anti-Aim-Geschichte. Schön Aim-Assist. Vision Assist. Other External Assistance auch? Ich weiß nicht genau, ob das auch gedrückt werden muss. Er schaltet es doch immer nur dann kurz zu, ne? Wenn er hier am Start ist. Guck mal, die armen Kerle haben schon komplett Schiss, aber haben trotzdem gewonnen? Oh, warte mal. Vielleicht ist es Hacker gegen Hacker. What the fuck? Möglich, dass er, dass Makav, welcher ist denn Makav? Okay, der ist jetzt tot. Ich glaube, das ist ein Hacker vs. Hacker-Spiel. Zumindest die ersten beiden. Wahnsinn, wie lange hat er jetzt gebraucht, auf ihn drauf zu juckeln? Das ist jetzt gar nicht so uninteressant, weil es zwei Hacker sind, die gegeneinander spielen. Wo ist denn die Maus? Verdammte Scheiße, ich finde die Maus nicht. So, da ist sie. Lass uns mal gucken. Ich will die Maus haben, dass ich euch das zeigen kann. Also, welcher ist denn der Makar 2? Achtung. Okay, er versucht da durch zu scouten. Gar nicht mal so uninteressant, sondern richtig. Also da es jetzt so im kleinen Kreise ist, mit nur zwei anderen, ist es ja wirklich ein richtiges Hacker vs. Hacker-Spiel eigentlich, ne? Also, da zählt dann auf jeden Fall, also was ganz wichtig ist, man muss wissen, wo man durchbangen kann. So, das war es jetzt. Der Makar ist möglicherweise der andere Hacker. Es ist noch nicht bestätigt natürlich, aber von den Stats her sieht es doch so aus, als wenn es ein Boosting-Service wäre. Ein Boosting-Service trifft auf den anderen. Aber die Hacks des oberen, also von unserem Suspect, sind besser als die Hacks von Makav. Die sind einfach nicht ausreichend, so wie es aussieht. Ja. Interessant. Wir hatten sowas sicherlich schon oft, auch in den normalen Spielen. Aber hier, krass, wie er es immer dann kurz zuschaltet und wieder wegmacht. Aber hier ist es was anderes, ne? Weil das wirklich dieses Fast and One-on-One. Die anderen zwei fallen eigentlich weg und da hat er gefressen. Wow. Da war der andere einfach besser gestanden. Man muss die Map dann kennen, wenn man diese Cheats benutzt. Du musst wissen, wo du durchschießen kannst und wo nicht. Von wo du rausschießen kannst, aber nicht reingeschossen, so irgendwie. Also es gibt solche Spots, die gehen wohl in die Richtung. Wow. Weil an sich hat er eigentlich ein normaler Spieler kaum eine Chance gegen jemanden, der so rein juckelt. Also, dann ist er direkt weg. Also ich bin mir zu 80%, zu 90% sicher, dass er hier Makav auch cheatet. Aber seine Cheats einfach nicht so fein kalibriert hat wie der blaue Bastard. Ja, das klingt jetzt fast, als würde ich schwärmen. Versteht mich ja nicht falsch, es ist trotzdem Bastard-like. Aber es ist auch irgendwie interessant. Also ich habe noch nie ein richtiges Hacker vs. Hacker-Spiel gesehen. Es gibt ja extra ausgerichtete Hacker vs. Hacker-Spiele. Da gibt's, es ist ja eine riesige Hack-Community, die da dahinter steht und da gibt's richtige Tournaments und so weiter und so fort, man will es kaum glauben. Das Positive daran ist, dass sie nicht gegen Legend-Spieler spielen. Also es geht ja nur um Hacker vs. Hacker. Und diese Leute, um einfach mal ganz kurz schon mal diesen Podcast anzusprechen, den ich da bald vorhabe bezüglich Hacks, diese Hacker-Community legt auch überhaupt keinen Wert drauf, gegen Legends zu spielen. Also die sagen selbst, dass es ehrenlos ist, wenn man das macht. Krass, er hat sogar noch auf die Nase bekommen. Ja gut, die sagen von sich selbst aus, es ist ehrenlos, gegen Legends zu spielen. Sowas macht man nicht, sowas würde ich niemals machen. Ne? Man spielt Hacker vs. Hack und entwickelt die Hacks weiter, um immer wieder gegen Valve anzukommen, wobei das ja auch kein großes Problem zu sein scheint, aber naja. Ja, war jetzt leider wieder recht kurz, aber trotzdem, er hat Paroli bekommen von dem anderen, er hat echt auf die Nase bekommen. Was würde man hier jetzt noch drücken? Also Assist, Aim Assist ist es und Vision Assist ist es auch, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist es auch noch ein Other External Assist wegen diesem View? Es ist zwar kein Upside Down, aber der View wird auch verändert. Und dann zählt es eben zum Aim, Anti-Aim dazu. Ich weiß nicht, ob Anti-Aim das hier auch ist. Ich lasse es jetzt mal so, da ist eh weg. Interessant, so ein richtiges... Ich glaube, ich werde diese Folge Hacker vs. Hacker nennen. Hatte ich schon. Ich glaube, das hatte ich sogar schon ein paar Mal. Aber das war wirklich so ein... Ihr wisst, was ich meine, oder? So war's. So. Ich habe keine Musik angehabt, sorry. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.